Ein Höhepunkt für alle Filmfreunde. Heintje, der Liebling von Millionen mit einem Weltstar-Ensemble. Ich kann mich auf dich verlassen. Sache. Ich rufe jede halbe Stunde an und halte dich auf dem Laufenden. Eine packende Geschichte erleben Sie in Heintjes neuestem Filmabenteuer. Heintje, mein bester Freund. Du bist der Größte. Wie geht's immer? Oh, könnte nicht besser sein. Ein halbes Jahr Krankenhaus, ein halbes Jahr spazieren gehen und bums, schon ist man wieder topfit. Verdient so ein Rennfahrer nicht eine Menge Geld? Ja, Geld war immer genug da. Und dann hilft er dir nicht, wenn du Geld brauchst? Tja, zu komisch, wenn du den Moralprediger spielst. Zum Küssen. Hier, drei Briefe an meine Mutter. Die steckst du in Ferienlager, in einen Briefkasten. Aha. Natürlich nicht alle auf einmal. Ich habe das ganze Grundstück an eine Versicherung verkauft. In drei Monaten, da kommen die Bagger, reißen alles ab. Was hast du eigentlich vor? Kannst du schweigen? Ja, ich auch. Heintje spielt und singt für Sie seine neuesten Erfolgslieder in dem Film Heintje, mein bester Freund. Bist du wahnsinnig? Ist doch zu hoch. Hier gibt es Action, Tempo und Humor. Kaum hat man mal einen, wird er einem schon wieder weggenommen. Großartige Rollen für beliebte Schauspieler. Klingt ja alles höchst merkwürdig. Sag mal, stimmt das auch alles? Ja, warum soll ich Ihnen denn was vorschwindeln? Ich verstehe das gar nicht. Heintje ist bei dir? Ich wollte sie ja wieder zusammenbringen, meine Eltern. Schnapsidee. Die hat mir gerade noch gefehlt. Eines Tages ist sie jedenfalls ein Untergang. Bis Mitternacht so dann, fröhlich sein beim Weine, das ist für die Großen da, aber nicht für Kleine. Ich hab mir gedacht, wenn ihr beide den Wagen aufmöbelt und du dir das Ding dann unter den Hintern klemmst, dann rollst du doch wenigstens mal wieder mit. Die todesmutigen Helldrivers mit tollkühnen Attraktionen. Sie haben nicht nur sich selbst gefährdet, sondern auch die anderen Fahrer. Zum ersten Mal in einem deutschen Film, der viel geliebte Anna Tefka-Star und sein treuester Begleiter. Du bist niemals ganz alleine, wo ich bin, denk ich an dich. Was machen Sie denn da? Das wirst du gleich sehen. Das dürfen Sie nicht. Du bist es also doch. Heintje setzt alles auf eine Karte. Übrigens, unsere Jungs scheinen ja Pech mit dem Wetter zu haben. Wieso? Heintje hat mir in seinen beiden letzten Briefen geschrieben, er hätte strahlende Sonne. Eine dramatische Handlung mit einmaligen Höhepunkten. Noch einmal erleben Sie diesen Chor in einem Film. Aufregende Schauplätze. Ein spannendes Rennen auf dem weltbekannten Nürburgring. Ein Ereignis, das Sie nicht versäumen dürfen. Heintje, mein bester Freund. Bitte beeil dich, du musst ihn noch umziehen. Ich rauche inzwischen eine Zigarette. Was ist denn das? Das hast du hier hergestellt. Das stand schon immer da. Ganz schön frech, dein Sohn, hä? Dein Sohn. Dieser Film erfüllt alle Wünsche. Hochverehrte Herrschaften, der Künstler dankt für eure freundliche Aufmerksamkeit.